Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von mir. Ich bin Daniela Kreisig und mein heutiger Interviewgast ist kein geringerer als der großartige Rüdiger Dahlke. Guten Morgen, Herr Dahlke. Guten Morgen, Frau Kreisig, und guten Morgen alle Zuhörerinnen, Zuhörer. Genau. Für diejenigen, die Rüdiger Dahlke noch nicht kennen, er ist Humanmediziner. Auf Ihrer Seite habe ich den Begriff Fastenpapst gefunden. Echt? Und ich will gar nicht Papst sein. Also ich mache gern Fasten und so, aber Papst bin ich da deswegen nicht. Da würde, also wenn man so einen Satz verwendet, dann passt er auf Otto Buchinger oder so. Der hat schon das Fasten sozusagen wieder populär gemacht. Ja, also auf jeden Fall Humanmediziner. Und, das ist definitiv richtig, Autor von unzähligen Büchern. Haben Sie die genaue Zahl im Kopf, Herr Dahlke? Nee, ich sage immer 74. 74 Bücher. Also nicht einfach 74. Nicht vier, sondern viel. Weil ich natürlich auch mit anderen zusammengeschrieben habe. Also bei Krankeres Weg, weiß jeder es, mit Detlefsen, Thomas Detlefsen zusammengeschrieben. Und so gibt es eine ganze Reihe Bücher, zum Beispiel Frauenheilkunde, da war der Gynäkologe Professor Zahn dabei. Mhm. Und mit der hat nicht geschrieben, aber mit dem haben wir diskutiert. Margit, meine erste Frau und ich. So, dann stehen alle drei da drauf. Ich habe das Buch geschrieben und mit den beiden habe ich diskutiert. Aber es ist trotzdem ein gemeinsames Buch dann. Ne? Und so gab es auch Bücher, die dann eben auch wirklich gemeinsam geschrieben wurden. Oder mit dem Gerald Hüther habe ich mal eins zusammen sozusagen geschrieben. Dann haben wir zum Schluss gemerkt, es ist auch doch besser, wir nehmen es wieder auseinander. Ging es um Alzheimer, er eins rausgemacht, raus aus der Demenzfalle. Und meins hieß dann das Altern als Geschenk. Ich schreibe ja gern so dann doch hoffnungsvolle Bücher. Naja. Aber Herr Dahlke, jetzt war ja meine Vorstellung dann doch etwas holprig. Vielleicht stellen Sie sich noch mal selber vor. Ja, eben, also bin Arzt seit über 40 Jahren und habe wesentlich Psychosomatik als Anliegen immer gehabt. Habe allerdings nicht so wie die Psychosomatik der Analyserichtung die Somatik da ausgeschlossen, sondern beides. Psycho zwar an erster Stelle die Seele, Somatik an zweiter Stelle, aber auch wichtig. Ja, also sowas wie Peace Food, bewusst fasten, das sind ja doch Themen, die ja auch erstmal auf den Körper im Auge haben, auf den Zielen, aber natürlich den ganzen Menschen meinen. Das ist so das Hauptthema, die Krankheitsbilderdeutung. Aber ich habe auch Bücher für den Hintergrund, die Philosophie geschrieben, Schicksalsgesetze, die Spielregeln des Lebens, das Schattenprinzip. Und ein großes Engagement ist sicherlich auch diese Peace Food Richtung. Da, mir ging es immer schon um die sehr auch um die Tiere, muss ich sagen. Ich mochte immer Tiere sehr gern. Also der erste Besuch im Berliner Zoo war ein Fiasko, weil ich danach total schlecht drauf war und Befreiungsfantasien entwickelt habe, wie man die Tiere aus den Käfigen holen könnte. Finde eingesperrt sein immer eine Zumutung. Habe lang für Amnesty International gearbeitet. Auch jetzt ist es eingesperrt sein, was wir erleben. Fordert mich auch heraus, muss ich sagen. Ich glaube, jetzt im Frühling die frische Luft, die Sonne. Jetzt, wir haben ja fast mediterrane Situation in Damanga, unserem Zentrum der Südsteiermark. Das ist das, was jetzt heilen würde. Die Sonne, die Vitamin D, also Hormon D in der Haut macht, die frische Luft und so weiter, die frischen Dinge, die wir essen, Vitamin C und so. Naja, also da gibt es schon auch einen sehr somatischen Teil. Das sind so die Säulen der Gesundheit. Begriff von Hippokrates, Ernährung, Bewegung, Entspannung, geführte Meditation. Wichtiger Punkt. Naja, und das ist so der berufliche Teil. Mhm. Auch eine Tochter, Naomi, meiner ersten Frau. Und habe natürlich auch persönlich, meditiere ich und lebe seit über 50 Jahren ohne Fleisch, seit über 10 Jahren überhaupt ohne Tierprodukte. Und ja. Und genau. Bin noch immer interessiert, auch mit fast 69 Jahren, an dem, was so um uns rum passiert. Also hatte mir schon vorgenommen, jetzt ein bisschen runter zu fahren, weniger zu machen. Aber ich muss dann sagen, wenn ich eben sowas erlebe wie eine Sendung in diesem öffentlich-unrechtlichen, sage ich jetzt schon immer, Bereich, wo dann gesagt wird, Alzheimer ist unheimlich, bisschen Denksport, dann verlangsamt sich der Verlauf.
Da muss ich sagen, das ist schon eine freche Fehlinformation und unverantwortlich. Man muss ja denken, ein Gunter Sachs hat sich, wie er die ersten Anzeichen von Alzheimer spürte, erschossen. Robin Williams hat sich auch umgebracht wegen Angst vor Demenz und Anzeichen. Diese Menschen könnten noch leben, würde nicht so falsch informiert werden von den öffentlich, die nennen sich öffentlich-rechtlich. Ich finde es nur noch öffentlich, ehrlich gesagt. Ja, ich wusste einfach, wie ich diese Sendung gesehen habe, es gibt Studien, ja, die Finn-Studie, Hunderten von Menschen. Es gibt die Nonnen-Studie. Es gibt vor allen Dingen Dale Bredesen, UCLA, die Universität in Kalifornien. Der hat 10 Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien mit Lebensstilveränderungen, wie ich sie auch befürworte, konfrontiert. Und 9 von 10 sind wieder gesund geworden und der eine ist nur deutlich gebessert. Das ist die wissenschaftliche Wirklichkeit. Und wir hören sowas anderes. Das ist auch jetzt mit Corona für mich so eine Provokation. Ja, die wissenschaftliche Wirklichkeit ist ganz anders als das, was da gemacht wird. Ja, da kommen wir dann gleich hin. Jetzt erstmal die Frage, inwiefern sind Sie selbst von der Corona-Krise betroffen? Was hat das bei Ihnen jetzt im Alltag verändert? Naja, wir sind natürlich sozusagen mit in Ausgangssperre genommen worden. Ich bin noch gerade rechtzeitig von Zypern, da lebe ich ja jetzt und schreibe meine Bücher, zurückgeflogen, weil Tamangaya ja eigentlich losgehen sollte hier, unser Zentrum, ich sollte Fastenkurse geben und so weiter. Und wie ich dann merkte, das wird wohl alles nichts mit dieser, aus meiner Sicht, Angstinszenierung, die da passiert ist. Dann bin ich dann gerade noch hergeflogen, rechtzeitig. Gut, jetzt bin ich natürlich hier mit in Ausgangssperre. Wobei man sagen muss, das ist halt Österreich gewesen anfangs. Der Kanzler hat dann schon gesagt, ja, nicht mehr rausgehen. Aber wenn man sich angezogen fühlt von der frischen Luft und der Sonne, darf man schon raus in die frische Luft spazieren gehen. Man darf auch noch seinen Lebenspartner mitnehmen. Familien dürfen sowieso. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Also ich leide jetzt nicht besonders persönlich darunter. Klar, wenn ausgebuchte Kurse abgesagt werden müssen, muss ich schon sagen, natürlich, ja, jetzt waren wir so fast raus aus den Schulden. Tamangaya war ja teuer, das hier zu bauen. Und ja, wenn das jetzt so ist, gehen wir natürlich wieder hinein. Das ist ja nicht so eine erfreuliche Situation. Aber andererseits muss ich auch sagen, das würde ich auch allen raten, das Beste aus der Situation jetzt machen. Und man muss es ja nicht Gefangenschaft nennen. So nennt es die Süddeutsche, weil die ja auch an dieser Angstmache und Stimmungmache beteiligt ist. Ja. Man muss nicht mal Quarantäne sagen, man kann ja Retreat sagen. Also ich meditiere jetzt eher mehr als sonst und wir haben hier plötzlich in Tamanga all die Möglichkeiten, die wir sonst eben den Gästen hier anbieten, den Kursteilnehmern, die haben wir ja jetzt für uns sozusagen und nutzen die auch. Also und gehen auch noch spazieren, muss ich sagen. Ich habe den Kanzler kurz und bündig, glaube ich, richtig verstanden. Ich habe mir das live angehört und dass wir auch noch raus dürfen. Auch wenn die Leute natürlich, auch hier, man trifft niemanden draußen, die sitzen zu Hause und fürchten sich. Ja, ja. Also, Gegenteil, was so die christliche Aufforderung wäre, fürchtet euch nicht. Das würde ich gerne transportieren, weil es gibt aus meiner Sicht nur eine ganz kleine Gruppe, die wirklich gefährdet ist. Um die müssen wir uns kümmern. Das wäre als Arzt sehr wichtig. Aber wir sollten nicht jetzt alle in Angst und Schrecken versetzen. Das ist dann doch nicht so günstig. Nee. Ich meine, das ist als Psychosomatik engagierter Arzt, muss ich sagen, die Angst wird komplett unterschätzt. Vielleicht wissen die nicht, was sie tun. Das möchte ich ihnen am liebsten unterstellen. Allerdings habe ich diesen Film, Die Profiteure der Angst, mir nochmal angeschaut, von damals, von der Schweinegrippe. Und da muss ich sagen, da waren dieselben Leute schon aktiv. Frau Merkel, der drastische Drosten und auch die Kritiker, auch der Dr. Wodak hat damals schon gesagt und richtig und recht behalten, kein solches Theater machen wegen der Schweinegrippe, das ist harmlos. Wir wissen heute, in der Zeit der Schweinegrippe sind weniger gestorben als sonst. Menschen sterben ja einfach und es ist immer um jeden Angehörigen, der geht, natürlich schlimm und traurig. Aber tatsächlich ist im Schweinegrippejahr sind viel, viel weniger Menschen gestorben. Richtig viele sind vor 2 Jahren. Da haben wir auf 25.140 Tote zurückgeblickt, allein in Deutschland, laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Also das ist schon ganz eine andere Situation gewesen. Und da sind wir jetzt Hunderte sind gestorben jetzt, ja. Aber wir sind meilenweit von so einer Situation entfernt. Und was wir jetzt haben, glaube ich,
sagen zu können, als jemand, der sich mit Angst sehr viel beschäftigt hat, viele Angstpatienten auch gehabt hat, wir sind in den Klauen einer Panikwelle. Ja, es ist so viel Angst eingejagt worden von den Politikern, von diesen sogenannten Spezialisten, wie diesen drastischen Drosten, und von letztlich natürlich auch den Mainstream-Medien und den öffentlich-unrechtlichen. Da muss man Ausnahmen machen, das ist keine Frage. Also Frontal 21 im ZDF, mutig, Respekt, noch wirkliche Journalisten. Ich habe für die Münchner Abendzeitung ein hoffnungsvolles Interview geben dürfen und für Gesund Leben auch in Österreich. Da gibt es schon Ausnahmen. Ö1 würde ich sowieso ausnehmen aus der Kritik. Aber das, was ich sonst von diesen Öffentlich-Rechtlichen höre, empfinde ich als Unrecht. Die Bevölkerung so fehl zu informieren, das nimmt der Bevölkerung so viele Chancen. Und mir tun eigentlich, muss ich dann noch wieder sagen, diese Journalisten leid, die das auf sich nehmen, so völlig gegen das journalistische Ethos, einfach eine Interessenpolitik zu vertreten, die leicht durchschaubar ist. Das ja, auch für Politi, Frau Merkel oder ihren Spahnsinn verbreitenden Lobbyisten, da war ja schon immer bei der Pharmaindustrie unter, war eine Firma hat in diese Richtung beraten. Ja. Ja, das ist natürlich, wenn man an die Leute persönlich denkt, irgendwann landen wir alle auf dem Totenbett. Und wir müssen alle sterben, das ist ja nur eine Binsenweisheit. Wir müssen nicht so früh sterben, also es ist schlimm, wenn jemand so früh stirbt, aber man muss auch sagen, irgendwann müssen wir alle mal zurückschauen. Und dann tun mir natürlich also solche Leute wie Merkel und Drosten besonders leid, weil das muss ja erschreckend sein, wenn man auf so eine Geschichte zurückschaut, wenn man so viele Millionen Menschen in Angst und Schrecken versetzt, in Panik. Bleiben wir mal bei dem Thema Angst. Was macht das mit den Menschen, mit dem Körper, mit der Seele? Warum sollten wir nicht in der Angst verharren? Angst, lateinisch heißt das Wort angustus, eng. Da ist unsere andere, das macht uns eng. Wir ziehen uns zusammen. Ja, beim Duell hat er Angst gehabt, dann hat er sich so hingestellt. Also, und in dieser Enge haben wir eine ganz andere Hormon- und Neurotransmitter-Situation. Man kriegt unter Umständen vor großer Angst und Panik Herzrasen, Herzklopfen und so weiter. Und was wir wissen, das Immunsystem wird so supprimiert, also unterdrückt sozusagen. Also das, was da jetzt dieses Trio aus Politikern, Spezialisten angeblichen und Medien, was da gemacht wird, ist massive Senkung der Abwehr in der Gesamtbevölkerung. Und das ist natürlich schon, also wenn ich so höre, Zwangsimpfung in Dänemark, da muss ich ja auch selbst sagen, okay, da muss ich schauen, dass ich noch rechtzeitig wieder in die Schweiz komme. Weil das glaube ich nicht, dass die Schweizer sowas zulassen. Aber inzwischen, wenn ich diesen drastischen Drosten höre, wie der vom Killer-Virus spricht, ja, wo wissenschaftlich gar nichts dafür spricht, das sagen ja viele, auch bedeutendere Leute wie jetzt der Suharit Bhakti oder so. Das ist, also es gibt ja eine ganze Menge Professoren, die Professor Mölling, die war doch mal beim Max-Planck-Institut die Chefin und so weiter, renommierte Leute der Honkatz. Und so viele andere Ärzte, die völlig anderer Meinung sind. Naja, diese Angst reduziert unsere Abwehr. Die Medien haben gemacht, die Leute in Angst und Panik gestürzt, sie haben sie ihnen eingejagt. Dann, wenn die panisch reagieren und Hamsterkäufe machen, werden sie noch verhöhnt. Das ist schon auch besonders, das ist geschmacklos, was da passiert. Yeah. Und die Abwehr kommt runter, das heißt, die werden empfänglicher für alle möglichen viralen, bakteriellen Infektionen und die verstärken die Angst noch dadurch, dass sie sagen, wir können nichts machen. Das ist wie total die Personalunion zwischen Merkel und Pharmaindustrie ist, zwischen dem drastischen Drosten und der Pharmaindustrie, der ja übrigens zugibt, dass ihn die Bill Gates Stiftung finanziert, die ja auch die WHO finanziert und Bill Gates will ja die ganze Welt impfen, sagt er. Okay, dann kriegt man so langsam ein Gefühl, was im Hintergrund läuft. Wenn man diese Profiteure der Angst anschaut, den Arte-Film, der ist ja von Öffentlich-Rechtlichen, weiß man sowieso, was das Drehbuch dahinter ist. Jetzt haben wir die Leute in Angst versetzt, jetzt sagen wir ihnen, wir können nichts machen. Und die meinen natürlich nur die Schulmedizin, mit der sie komplett identifiziert sind. Und da schlagen damit natürlich, was mich ja auch persönlich trifft, als Arzt, der für Komplementärmedizin und Naturheilkunde steht,
unterschlagen komplett diese Möglichkeiten. Wir können viel tun, ist meine hoffnungsvolle Botschaft sozusagen, mit der Komplementärmedizin. Und zwar wissenschaftlich. Ja, also Professor Michalsen, Andreas Michalsen, auch Charité, da sitzen also nicht nur so Typen wie der Drastisch und Drosten. Der hat ja mal bewiesen wissenschaftlich, dass beim Fasten der CRP-Wert sinkt, der Entzündungsmarker. Also heißt, beim Fasten ist die Entzündungsbereitschaft geringer. Das ist das, was Sie jetzt brauchen. Auch beim Anschließen, was ich so empfehlen würde, auch beim anschließenden Aufbau in Richtung pflanzlich vollwertige Ernährung. Ganzheitliche Ernährung, könnte man auch sagen, die viel menschengerechter ist und noch typgerecht sein muss. Auch da geht der CRP-Wert runter. Das sind also immunkraftsteigernde Methoden. Gut, mich hat es so provoziert, dass ich tatsächlich 8 Tage und 7 Nächte, wirklich kann ja sowas manchmal auch die Nächte, sehr viel geschrieben, und habe ein Buch geschrieben, was das richtig stellt. Immunkraft stärken. Buch heißt Schutz vor Infektionen, Immunkraft stärken. Natürlich nachhaltig. So, und ein kleiner Verlag bringt es auch ruckzuck raus. Also es kommt nächste Woche raus, Montag. Ja. Bei uns vielleicht schon früher. So, da stehen mit wissenschaftlichen Studien belegt, so viele Methoden der Naturheilkunde. Ja, also vom Waldbaden ist alles wissenschaftlich belegt. Den Darm sanieren, ja, mit wirklich gutem Futter für die Symbionten, mache ich seit Jahrzehnten. Ganz einfache Geschichte, ein Esslöffel Rechtsregulat am Tag, viel draußen sein, eben im Wald, auch das schon wissenschaftlich belegt, barfuß gehen, gibt es auch Studien dazu, dass wir da Elektronen aufnehmen. Es gibt so viele einfache Dinge, die die Menschen in eigener Regie machen könnten. Und das gehört gesagt. Und da muss man noch dazu sagen, wem jetzt speziell Angst eingejagt wurde, sind ja die Risikopatienten. Mhm. Wir sozusagen, also ich auch mit fast 69, bin da, glaube ich, wenn ich gesund und fit bin, ganz unbelastet. Ich habe keine von diesen Risikofaktoren. Und das haben ganz viele Alte auch nicht. Also fürchtet euch nicht, muss man dann doch wieder betonen. Das trifft wenige. Auch nicht so wenige. Ne? Wenn man die italienischen Zahlen nimmt, muss man sagen, 99,2% der Gestorbenen sind mit Corona gestorben. Ja. Der hat seinen Herzinfarkt und stirbt daran, wird getestet, Corona positiv, gilt als Corona-Toter. Das ist ganz unwissenschaftlich, ganz unseriös. Das ist die Politik des Robert-Koch-Instituts. Hm. Und dieser Combo, die da Frau Merkel berät. Also, man könnte denken, die ist ein unschuldiges Opfer, aber wenn man sich den Film Profiteure der Angst anschaut und weiß, dass sie schon bei der Schweinegrippe dran war, ja, wo wirklich auch diese Art gemacht wurde. Viel Angst, wir haben erstmal nichts, dann die Impfung, dann Tamiflu, ein wirkungsloses Medikament mit drastischen Nebenwirkungen, inzwischen ja auch klar, die müssen jetzt Neues aus dem Hut zaubern und darauf werden wir fixiert. Und was ganz vergessen wird, es gibt Leute, die wirklich Risikofaktoren haben. Um die müssen wir uns jetzt gezielt kümmern. Also für die habe ich zum Beispiel für jeden dieser Risikofaktoren ein Video gemacht, kann man auf Facebook ja auch sich runterladen. Und solche werden ja auch nicht gesperrt oder so. Da geht es dann eben um Übergewicht, um Typ-2-Diabetes, Vorstufen-metabolisches Syndrom, Insulinresistenz. Da geht es um Bluthochdruck, da geht es um Raucherinnen, Raucher. Da geht es um die Angst, die ist jetzt der Hauptfaktor. Es gibt so eine Studie auch wieder wissenschaftlich. Ich bin, muss ich sagen, für evidenzbasierte Wissenschaft. Was ich gar nicht mag, ist, was jetzt da läuft, eminenzblasierte Wissenschaft. Das ist was Schreckliches. Was heißt das, eminenzblasierte? Ja, eine Eminenz wie der drastische Drosten stellt sich hin und ohne die anderen, die Kollegen irgendwie zu beachten, ohne die Wissenschaft noch im Auge, im Hinterkopf zu haben, gibt er seine blasierten Statements. Das nenne ich Eminenz, der wird ja gefeiert bei uns jetzt. Ja, ja. Aber das nenne ich eminenzblasierte Medizin. Ja, ich meine, muss man sich mal überlegen, was da gemacht wird. Jeder Gestorbene, der Coronavirus hat, gilt als Corona-Toter. Ich meine, ich will nicht sagen, dass nur 90% ungefährdet sind. Es sterben Menschen auch mit schweren Lungenproblemen früher wegen Corona. Die sind bei den 99% natürlich auch dabei. Aber wissenschaftlich ist das unseriös. Wissen Sie, das geht weiter so. Ich verstehe ja die Welt nicht mehr.
Ja, eine Doktorarbeit gemacht und so weiter. Also, und wir haben ja ein bisschen Statistik gelernt. Die Zahl der Untersuchungen verdoppeln, der Tests, und dann doppelt so viel Infizierte haben. Und sie sagen nicht, dass es auf der Verdoppelung der Tests beruht. Ja. Dann ist das unwissenschaftlich und unseriös. Methode Robert-Koch-Institut. Das ist auch, das weiß doch eigentlich jeder. Wenn Sie keine Stichproben machen, das macht doch jede Wahlprognose richtig. Ja? Forsa-Institut, Allensbach. Die testen doch nicht nur CDU-Angehörige und fragen, wer wird dann die nächste Wahl gewinnen. Die testen alle. Die machen eine Stichprobe. 1000 Deutsche, 10.000 Deutsche. Wofür die sich entscheiden. Und daraus kommen relativ stimmige Wahlprognosen zustande. Haben die nie gemacht. Seit Wochen passiert das nicht. Da habe ich das Gefühl, haben die überhaupt ein Interesse an Wissenschaft? Diese sogenannten Wissenschaftsspezialisten, die da rumtanzen, eben trotz Lauterbach und wie sie heißen, diskutieren die noch mit anderen Kollegen? Ja, da werden solche Leute wie der Sucharit Bhakti einfach weggeschoben. Die gelten jetzt als Corona-Leugner, als Fake-News-Leute. Ich meine, die waren Stammkunden beim Öffentlich-Rechtlichen. Früher gern gesehene Wortspenden werden jetzt diskriminiert. Geht's noch? Das ist alles, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, wirklich höchst unseriös. Wir müssten jetzt, um es einfach zu sagen, mal 10.000 Deutsche testen, oder auch nur 1.000, und schauen, wie viel haben denn von denen Corona? Und damit könnten wir dann eine seriöse Sterblichkeit festlegen. Jetzt sind wir immer, ja, das sagt übrigens auch der Drosten, auf unsicherer Basis unterwegs. Ich finde es ja erstaunlich, dass das New England Journal of Medicine, das ist neben der Lancet die Zeitschrift in dem Medizinbereich, dass die sagen, die Sterblichkeit ist wie bei der normalen Influenza, 1%. Ich weiß auch nicht, wo die Zahlen herhaben, ehrlich gesagt. Also man müsste einfach mal Studien machen. In Frankreich ist mal eine gemacht worden, sagt der Professor Bhakti. Habe ich noch nicht gefunden, muss ich ehrlicherweise zugeben. Schafft es auch zeitlich kaum noch. Naja, als Arzt muss ich sagen, ich muss was tun für die Risikopatienten. Also die mit Übergewicht, die können sich ihr Video da anschauen dazu. Die mit Hochdruck, die Raucherin und die Typ-2-Diabetikerin. Für die wäre das jetzt die Chance, auszusteigen aus der Geschichte. Ich hoffe auch, dass das passiert. Weil wir haben ja verblüffende Infos, wenn wir mal genauer schauen. Was ich so gar nicht mehr so erinnert habe, aber so düster noch erinnerte, das gab da mal sozusagen das Wunder von Dänemark, nenne ich das gerne. Ich habe es auch gepostet, haben sich über 100.000 auch angeklickt. Aber es ist natürlich wenig gegenüber 80 Millionen Deutschen, 8 Millionen Österreichern, 8 Millionen Schweizer. Also insgesamt. Aber was ist da passiert? Da hatte mal ein Regierungschef ein offenes Ohr für einen wirklichen engagierten Arzt und Spezialisten. Der hieß Dr. Hinhede. Und der hat den Dänen, die eine Blockade hatten von den Alliierten im Ersten Weltkrieg, ist ja eine Agrarnation jetzt wieder, ganz viel Fleischproduktion, Milchproduktion. So, der hat denen was ganz Unpopuläres geraten, nämlich die Tiere zu verkaufen oder zu schlachten und Fleisch zu verkaufen, um mehr Fläche zu haben zum Anbau von Gemüse und Obst. Das hat er durchgesetzt und die haben keinen Hunger gehabt, keine Hungersnot während dieser Zeit. Und anschließend am Ersten Weltkrieg kam ja diese wirklich schreckliche Grippe, die spanische Grippe, die vor allen Dingen junge Menschen auch dahin gerafft hat und vor allen Dingen eine unglaubliche Sterblichkeit hatte. So, die Dänen haben davon nichts mitgekriegt. Die haben noch pflanzlich gegessen. Und die Lancet, das ist die andere sehr renommierte Zeitschrift, hat das auch anerkannt seinerzeit. Die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und man hat den Dr. Hinhede auch geehrt, der hat dann eine Staatspension bekommen und so weiter. Der hat Dänemark völlig rausgehalten aus dieser spanischen Grippesituation. Und zeitgleich hat es in der Schweiz ein großer Arzt, Dr. Bircher Benner, den kennen wir nur von seinem Müsli, aber der hat natürlich wirklich eine wunderbare Ernährungslehre in die Schweizer Welt gesetzt. Die hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Hinhede gehabt. Der Ralf Bircher Abkomme beruft sich auch darauf. Und dann der Enkel von dem Bircher Benner, Andres, auch ein Arzt, habe ich ihn
ein Video von dem gesehen, sprechen das auch an. Der Bircher Benner, der hat dann für die Schweiz versucht, was Ähnliches durchzusetzen, eine eher pflanzliche Ernährung. Und in seiner Klinik mit über 150 Betten hat er dann lauter junge Soldaten mit spanischer Grippe gehabt. Und mit der Ernährung, eben auf einer pflanzlichen Basis und noch Erwärmungsbädern, hat er keinen einzigen Patienten an die spanische Grippe verloren. Also, diese Wunder sind erklärbar. Und auch wenn unsere Politiker jetzt nicht, aus meiner Sicht, nicht den richtigen Spezialisten ihr Ohr leihen, sondern die wirklich wissenschaftlich da dran gehen, werden auch niedergemacht bei uns. Und die Leute stehen mehrheitlich auf den drastischen Drosten. Wahrscheinlich mögen die auch solche Leute wie den Pharmalobbyisten, der den Spansinn verbreitet. Ich meine, das ist doch so durchschaubar, bitte. Dieser Spahn, der will Kanzler werden. Da wäre er ungefährlicher, glaube ich, als jetzt im Moment. Aber der Mann war vorher schon in so einem Lobbyistenverein mit der Pharma verbunden. Der hat so eine Firma zur Beratung dort. Können ihm nur 25% Anteil, weil sonst müsste er das ja offenlegen. Also so Dinge sind nachlesbar. Und ja, der macht auch nur Dinge, die pharmafreundlich sind. Ja? Also ich meine, die Mortalität an Masern, das ist ja schon jetzt ein Minimalthema in Deutschland. Aber der zieht eine Masernzwangsimpfung durch. Und da werden sich seine Sponsoren freuen. Aber was er nicht macht, ist, er kümmert sich nicht um die zwischen 20.000 und 30.000 Toten jedes Jahr, die an resistenten Keimen sterben. Wegen der Antibiotika-Orgien, vor allen Dingen in den Massentierzuchthäusern und natürlich auch in der Schulmedizin. Dabei wäre das so einfach. Man müsste nur den Veterinären, die sozusagen selbst das Dispensierrecht haben, also die dürfen auf eigene Kasse den Bauern Antibiotika verkaufen. Das ist eine Unsäglichkeit, die gehört einfach nur verboten. Dann hört das schon auf. Aber das interessiert den Spahn gar nicht. Der interessiert sich um minimale Masernsterblichkeit, über die Resistenzkeime, kein Wort von dem Typen. Dann möchte er schnell mal über Nacht alle Deutschen zu Organspendern machen. Gott sei Dank haben die da widerstanden. Ja. Warum? Ich frage mich, warum? Aber ich weiß das, weil ich immer 3 Jahre in der Schweiz gelebt habe, bis vor kurzem, B-Schweizer sozusagen. In der Schweiz ist der höchste Faktor der Ausgaben für Pharmaka immunsuppressiver. Da verdient die Pharma am allerbesten dran. Deswegen interessiert den das. Und deswegen sagt so ein Typ wie Spahn jetzt auch, wir können nichts tun. Wir ist natürlich er und die Pharma. Die andere Medizin, die Komplementärmedizin, die Naturheilkunde, ne? Es gibt über 8000 Studien zu Kurkuma. So, die gehört gar nicht mit dazu. Das hält der raus. Ich meine, die Leute, die jetzt für die ganze Medizin verantwortlich sind, muss man ja sagen, in Deutschland und überhaupt in der Welt. Da Ulrich Montgomery, auch ein Arzt, der war vorher zuständig für die also Chef der deutschen Ärzte, jetzt Weltärzte, Präsident, hat von Anfang an komplett diesem Shutdown widersprochen. Herr Gassen, Deutsche Bundesärztekammer, hat am 17. März noch wirklich ein flammendes Statement gegen das passiert, gegen das vom Zaun gebrochen, was da jetzt passiert. Die Ärzte wären eigentlich von ihren Vertretern in einem, Stand, dass sie sagen könnten, Leute, lassen wir uns wenigstens einfach mal wissenschaftlich anschauen und lassen diese Angstmache, diese Panikmache aus dem Spiel. Dazu noch einfach ein Beispiel, damit mal sich die Menschen das vorstellen können, auch wenn ich schon oft gebracht habe, aber es ist so schön wissenschaftlich belegt von Professor Schröter von der Uni Frankfurt, aber Frankfurt oder diesem anderen Frankfurt an der polnischen Grenze. So, also das ist etwas, was jeder niedergelassene Arzt weiß, der Schulmedizin macht, also Beta-Blocker verschreibt. Wenn wir 100 Männern einen Beta-Blocker verschreiben und sagen ihnen dazu, da kann es in seltenen Fällen erektile Dysfunktion geben, zu Deutsch Impotenz, ist auch nicht Deutsch. So, dann, wie viel kriegen dann Impotenzerscheinungen? Von 130. Wenn wir das aber nicht sagen, dann kriegen 2 Impotenzerscheinungen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. 2 sind durch die pharmakologische Wirkung der Beta-Blocker, ja, die diese psychovegetative Entkoppelung machen, zwischen vegetativem Nervensystem und Psyche. 2 sind echt durch den Beta-Blocker impotent und 28 durch die Angst.
Und wenn wir das uns jetzt anschauen, ich will ja nicht sagen, dass Covid-19 harmlos ist. Ich schließe mich der Meinung von so sehr renommierten Virologen, Immunologen an, die sagen, ist es so gefährlich, wahrscheinlich, die haben ja auch keine wirklich verlässlichen Zahlen, beklagen die ja auch immerhin wenigstens. Wir können es nicht ganz sicher sagen, aber schaut alles danach aus, dass es wie bei einer normalen Grippe ist. Und eine Influenza ist nicht ganz harmlos für die Risikopatienten. Ja. Das wissen wir ja eben, Patientinnen. Also das ist nicht eine Banalität, aber die Angst, die da gefördert worden ist, die da eingejagt worden ist, die ist inzwischen gravierend. Und ich fürchte, das kann ich nicht wirklich sagen, aber ich fürchte, dass es ist wie bei den Beta-Blockern. Ja, so 2% kommen wirklich ist die Gefahr des Virus. Und die anderen 28 sind aber Angst gemacht. Und bitte, wir kriegen jetzt so langsam ja auch die Ergebnisse von Wuhan. Was ist denn passiert? Ihr habt das aus der Süddeutschen. Die hatten ganz kurz in ihrer Online-Version von einer jungen Journalistin, die hat wahrscheinlich noch gar nicht verstanden, dass das heute alles anders läuft, die hat ganz kurz gebracht, was in Wuhan los ist. Die Leute haben Depressionen, die haben Schlafstörungen, viele, nicht alle, aber viele. Die haben Panikattacken, die haben einen enormen Anstieg an häuslicher Gewalt. Ja. Die Übergriffe gegenüber Frauen verdreifacht. Ist doch auch klar, wenn du dir vorstellst, Leute, die sich nur am Abend sehen und dann den Fernseher einschalten, in Sachen Kommunikation, sitzen plötzlich seit Wochen zum Teil in Italien, bei uns jetzt auch schon, eine Zeit lang zusammen. Ja, das ist ja nicht unproblematisch. Also ich hab mal meine Frage wäre da, warum nehmen die Menschen das so ungefiltert hin? Also das ist ja das gleiche Thema letzten Endes mit der Ernährung. Ne? Ich habe vielleicht, Sie kennen sicherlich den Film auch Das System Milch. Ja, wo ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, warum weiß das niemand da draußen? Warum wird so ein Irrsinn hier gemacht? Also warum sind solche Themen immer noch solche Nischenprodukte? Ja, weil die Leute einfach doch sehr autoritätshörig sind. Die wollen, glaube ich, starke Männer. Ja, also wenn man sich einfach das Gesicht von dem Spahn mal anschaut und ein bisschen so Ahnung hat, dann in diesem Bereich, ne, der hat halt einfach einen starken Willen, da geht es um ihn. Und das wollen, glaube ich, viele Leute, so eine Führererscheinung. Wobei, es liegt natürlich auch daran, dass sie im Westen was anderes gewohnt sind. Typischerweise gibt es ja bei euch in den neuen Bundesländern, da gibt es ja doch viel mehr Verschwörungstheorien, hören wir immer. Mhm. So, woran liegt denn das? Da haben die Leute gelernt von Walter Ulbricht zu Honecker, denen nicht zu glauben. Die wussten schon in der Ex-DDR, da von oben, mein Assistent, meine rechte Hand ist aus Gera, der sagt, ja, das war immer so. Klar, wenn Menschen jetzt wissen, dass sie da von oben immer belogen werden, dann glauben die denen nicht mehr. Deswegen gibt es in den neuen Bundesländern eine viel kritischere Haltung dem Ganzen gegenüber. Aber auch im Westen muss man sagen, es erinnern natürlich doch noch einige die Schweinegrippe-Episode, die Vogelgrippe-Geschichte. Und seit ich den Film gesehen habe von Arte, eben Profiteure der Angst, sage ich auch Inszenierung dazu. Und jetzt haben wir dieselbe Inszenierung. Erst Angst mache, dann sagen wir haben nichts, nur wir warten jetzt auf die Impfung. Ich meine, das ist doch die Therapie für das Problem von Herrn Gates. Der will alle Menschen impfen. Okay, und jetzt wird den Leuten die Impfmüdigkeit ausgetrieben. Und eine große Mehrheit ist einfach autoritätshörig. Ja, die wollen auch, dass die oben recht haben. Ich erlebe das auch, wie ich beschimpft werde für diese kritischen Äußerungen von Menschen, die einfach wollen, dass das stimmt, was Frau Merkel sagt. Und ihr Spahn. Ich meine, das ist ja ein Trio, muss man sich vorstellen. Das ist ja doch wirklich sehr beeindruckend, ne? Den drastischen Drosten an der einen Seite, und sie hört ja scheinbar auf niemand anderen, sonst würde sie anders agieren. Und auf der anderen Seite jetzt den Spahn, wenn man sich dieses Trio gibt, das ist halt, also ich sage immer das Panik-Trio dazu, das ist etwas, was immer noch gut ankommt. Mhm. Die wollen so starke Männer oder auch dann so eine starke Frau, und wenn die dann wüssten und sich erinnern würden, dass die Politiker sich in Deutschland mit einem anderen Impfstoff haben impfen lassen bei der Schweinegrippe als die Bevölkerung. Das kommt auch in diesem Arte-Film im Vorspann schon deutlich raus.
Und dass an diesem Impfstoff, den sie damals aus dem Hut gezaubert haben, und dieser Drosten, dieser Drastische, fordert das schon wieder. Der fordert ja jetzt, dass die Impfindustrie freie Hand kriegt. Die brauchen nicht mehr so kontrolliert werden. Und die müssen, die Schäden, die dann durch die Impfung entstehen, die waren ja gewaltig bei der Schweinegrippe in den USA, haben sie abbrechen müssen. Die soll der Staat tragen, sagt der offen so. Und das ist das Modell Schweinegrippe. Und die Vogelgrippe ist schon so ähnlich gelaufen. Man muss natürlich schon sagen, man kann auch nicht pauschal sagen, dass alle Mainstream-Medien so sind, dass das alles öffentlich-unrechtlich ist. Wie gesagt, man muss Ausnahmen machen. Der Ö1 kann ich da nicht mit meinen, tue ich auch nicht. Ich weiß von Frontal 21, das sind mutige Leute. Ja. Und da gibt es Ausnahmen, die AZ und so, ja. Aber im Endeffekt muss man doch sagen, Bad News is Good News, das ist ein Journalistenspruch. Die Leute lesen offensichtlich gerne, was ihnen Angst macht. Im Zusammenhang mit Corona habe ich da noch so eine Erklärung gefunden, die mich beeindruckt hat. Also da gab es mal so eine Verschwörungstheorie, weil ein amerikanischer Horror-Roman-Schriftsteller, der hat unglaublich viele Bücher verkauft, über 500 Millionen, also so als Autor, ich habe 5 Millionen im deutschsprachigen Raum, hat mein Journalist gesagt, verkauft. So, also nicht persönlich, aber doch, gegen 500 Millionen. Ja. Und er hat einen Roman geschrieben in den 90er Jahren, wo eine unbehandelbare Pandemie viraler Herkunft ausgebrochen ist und die hat er Wuhan 400 genannt. Und daraus haben dann einige wieder eine Verschwörungstheorie gemacht, wobei, wenn man sich, ich habe es mal dann recherchiert, da ist auch sonst nichts außer Pandemie und unbehandelbar und Wuhan. Ansonsten kann man das vergessen, sollte man nichts draus machen. Aber es ist natürlich schon so, dass man sehen kann, der hat mit seinen Horrorgeschichten 500 Millionen Bücher verkauft. Daraus muss ich schließen, die Leute lesen gern Horror-Pandemie-Nachrichten. Ja. Und lassen sich ja irgendwie scheinbar gern auch so, jetzt dann auch noch so gemeinsam in so eine ja, Panik-, Angst-, Schreckens-, Schocksituation bringen. Ich kann es mir nicht anders erklären, wenn ich den begeisterten Zuspruch sehe, den der kriegt, der Drosten, dann ja, muss ich auch sagen, klar, wenn du jetzt Massenerfolg haben willst, haust du auch in diese Kerbe, treibst auch diese Sau durchs Dorf. Insofern finde ich es wirklich sehr, sehr respektabel, anständig vom Weltärztepräsidenten, vom Bundesärztepräsidenten, von diesen Professoren. Ich meine, der Sucharit Bhakti, der ist schon längst in Pension. Aber dann sind wir sehen und sagen, Leute, habt doch keine solche Angst. Das basiert doch gar nicht auf wissenschaftlichen Daten. Das ist aus dem Hut gezaubert. So. Aber noch mal eine andere Frage. Sie haben ja das Buch Schicksalsgesetze, Spielregeln des Lebens. Da geht es ja unter anderem um das Gesetz der Resonanz, was das Gesetz der Anziehung. Das heißt, wir ziehen das an, was wir ausstrahlen. Und da jetzt mal provokant gefragt, haben wir alle, inklusive Sie, Corona selbst angezogen? Naja, ich habe mir das natürlich auch schon, haben mir diese Frage gestellt und kann die auch total bejahen. Wie ich eben schon sagte, die Leute wollen ja Bad News. Ich persönlich lese die Newslichter und Optimist, Intelligent Optimist aus USA, aber das sind ja geringe Klickzahlen gegenüber den Horrormeldungen jetzt. Also klar haben wir uns das angezogen. Ich meine, wir leben ja, oder es war auf jeden Fall die längste Zeit Demokratie. Zurzeit haben wir keine Aspekte einer Demokratie. Ja, wir haben sogar Zensur im Voraus, eine Gehorsam auf YouTube. Also beeindruckende Dinge. Da fragt man sich, okay, haben wir uns momentan in die alte DDR verirrt oder in der Zeit völlig verirrt? Also so eine harte Ausgangssperre wie jetzt, sollen wir uns noch selbst den Mund zumachen sozusagen, also einfach mal symbolisch, ne? Rumlaufen und da Masken uns nicht mehr zeigen, hat alles so eine symbolische Wirkung. Wenn ich jetzt für mich persönlich, weil Sie mich auch persönlich angesprochen haben, anschaue, wie lange sage ich schon, ich will weniger machen und immer wieder provoziert mich jetzt so eine Geschichte, wie jetzt wieder Covid-19. Aber jetzt, ehrlich gesagt, mache ich das mal, benutze alle Dinge hier selbst und mache Waldbaden, wir gehen viel forciert spazieren, ich meditiere noch viel mehr, ja immer, aber noch mehr. Wir essen selbstverständlich weiter sehr bewusst Peace Food
und trinken viel gutes Wasser aus reifen Quellen. So. Also das mache ich immer, aber jetzt natürlich bin ich hier vor Ort, wirklich mal so eine Art Frühruhestand. Jetzt sind schon, glaube ich, 4 Kurse ausgefallen. Mhm. Und ich komme auch nicht zu viel, weil natürlich unglaublich viele Mails kommen und so weiter, auch mit viel Zuspruch. Danke an dieser Stelle. Und ich merke aber auch an dem Widerstand, dass einige wollen einfach, dass die da oben recht haben. Dass man sich da keine Gedanken machen muss. Auch intelligente Menschen haben so eine Angst, sozusagen mal in die Eigenverantwortung zu gehen. Und ich muss sagen, Angela Merkel, das hätte ich nicht gedacht, dass ich noch erlebe, rät zur Eigenverantwortung, rät zur Achtsamkeit. Also da bin ich ja nun mal ganz auf ihrer Seite. Und wir machen das hier wirklich als Retreat. Ja, also mehr nach innen, mehr zu uns selbst. Was hat es mit uns zu tun? Und deuten wir es mal. Ja, also im Sinne von Krankheit als Symbol. Dann ist beim Husten natürlich die Aggression schon spürbar. Besser wäre es, jemandem etwas zu husten und dem die Meinung zu sagen, statt konkret rumzuhusten. Aber auch schon die Worte. Ja? Hustenstoß, wenn man es anschaut. Man staut Energie und dann lässt man sie raus explodieren. Ja. Staccato-Husten, Reizhusten. So, also das ist eine Aggressionsthematik. Entzündung, Aggressionsthematik. Immunsystem kämpft gegen Erreger. Viren, Bakterien, Rickettsien, Chlamydien, Pilz, alles. Erreger. So, jetzt sollte man stärken, das Immunsystem da drin in diesem Kampf. Aber besser wäre noch, wir würden auf einer übertragenen Ebene eine Streitkultur entwickeln. Konfrontationsbereitschaft. Ja, einfach mal unserem Leben und seinen Herausforderungen, von denen wir uns fördern lassen könnten, dem Leben die Stirn bieten. Auch dieser Krise die Stirn bieten. Krise heißt griechisch übrigens auch noch Entscheidung. Schwert aus der Scheide, entscheiden, nochmal losschlagen, mal unsere Meinung sagen. Ja, ich bin das so gewohnt als Arzt, ich wäre dafür auch bezahlt, dass ich den Leuten die Wahrheit sage. Ich belüge sie nicht, ich sage ihnen die Wahrheit allerdings so im Sinne, dass sie da was drauf machen können. Also Geschichten, die heilen, hat Bert Hellinger das mal genannt. Diese Geschichte von Dänemark, das Wunder von Dänemark, das ist so eine Geschichte, die heilen kann. Würde ich auch raten, findet man ja bei meinem Facebook alles, mal durchlesen. Ist ja 3 Minuten geschehen. Um einfach mal zu spüren, da gibt es ja doch Möglichkeiten. So, also ich habe natürlich jetzt auch angezogen, eine verblüffende Möglichkeit, sehr viele Menschen zu erreichen. Ja, phasenweise waren das auf Facebook fast 1,5 Millionen. Das habe ich sonst gar nicht, wenn ich über Psychosomatik was erzähle oder über Peace Food oder dann als Geschenk oder solche Dinge. Naja, also es ist ja auch im positiven Sinne eine Herausforderung, damit umzugehen. Aber wenn man das zusammennimmt, Entzündung, Kampfkrieg, Konflikt im Körper gesunken, Lunge, Kommunikationsorgan, Kontaktorgan, ja, dass ich jetzt reden kann zu Ihnen, das hat ja damit zu tun, dass ich meinen Ausatemstrom moduliere. So, wir atmen im Kreis mit den grünen Pflanzen. Also was hier habe ich gerade immer eine, was die grünen Blätter abgeben an Sauerstoff, atmen wir ein. Was wir an CO2 ausatmen, atmen die grünen Pflanzen für sich ein sozusagen. Wir sind ständig verbunden mit der grünen Vegetation. Spricht man ja auch von den grünen Lungen der Städte. Man muss sich klar machen, mit solchen grünen Lungen wie dem Hyde Park, dem Englischen Garten oder dem Central Park, da würden Städte ersticken daran. Also wir haben natürlich schon zu kleine Lungen inzwischen, grüne Lungen. Ja. Also wir haben einen Kommunikationskonflikt, der wird jetzt auch sehr deutlich. Und die Menschen, die einen besonders starken Kommunikationskonflikt haben, die viel Aggression unterdrückt haben und nicht, wie es betraf, die Meinung gesagt haben, ihnen was gehustet haben, sind natürlich noch mehr betroffen. Was wir schon daran sehen, dass ja auch Schulmediziner sagen, also die Menschen mit einer chronischen Bronchitis, die Raucher haben fast alle eine chronische Bronchitis, Menschen mit Asthma, mit COPD, dieser chronisch obstruktiven Lungenkrankheit, sind viel mehr betroffen. Klar, da ist dieses Kontaktorgan Lunge schon vorgeschädigt. Die haben ihre Kommunikations- und Kontaktthemen schon mit dabei. Und dann kommt noch sowas wie Corona dazu. Wobei man muss das wirklich auch relativieren.
Ja, mit den Corona-Toten. Also die italienischen Zahlen von der obersten Gesundheitsbehörde sagen ja, dass 0,8% der Gestorbenen nichts anderes hatten außer Corona und 99,2% sind mit Corona gestorben. Die hatten Vorerkrankungen, ein, zwei, manche drei und noch Corona. Wobei man auch nicht übertreiben darf. Das heißt ja nicht, dass diese 99,2% alle jetzt gestorben wären an Corona. Es sind sicher auch welche dabei. Also muss man aufpassen mit Zahlen und Statistik. Die wären vielleicht noch 10 Jahre am Leben geblieben. Und um jeden Toten ist es natürlich extrem traurig und schlimm. Ja. Für die Angehörigen schlimmer als für ihn, nach meinen Erfahrungen. Aber wir müssen einfach ein bisschen achtsamer sein, vorsichtiger, eigenverantwortlicher, die Worte von der Kanzlerin Merkel, und uns um uns kümmern. Und deswegen würde ich eben einfach sagen, ja, macht das Wunder von Dänemark in eurem Leben wahr. Was wären da jetzt Ihre 3 konkreten Tipps? Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich fühle mich von dem Interview gerade angesprochen, ich möchte in die Eigenverantwortung gehen. Was wäre für so jemand, der gerade damit beginnt, Ihre ersten 3 Schritte? Na, ich würde mal aussteigen aus der Angstmache, also nicht mehr öffentlich unrechtlich Fernsehen. Das ist auch gut für die Alzheimer-Prophylaxe, weil jede Stunde regelmäßiges Fernsehen. Und was stattdessen machen? Weil das merke ich manchmal, wenn ich sage, Fernsehen kannst du lassen. Ne? Ja, die stehen dann da und wissen gar nicht, was sie mit ihrer Zeit machen können. Ja, ich würde halt sagen, meditieren. Es gibt auch einfache Formen der Meditation. So eine geführte Meditation zu diesem Thema mal runterkommen, zu sich kommen, habe ich auch ins Netz gestellt, findet ihr auch in meinem Facebook. Da kostet es ja auch alles nichts. Also kann man gut empfehlen. Ich würde den Menschen empfehlen, wenn sie sich da von der Angst so ein bisschen gelöst haben, diese 3 Schritte der Salutogenese von dem Antonowski. Ja, Pathogenese können wir der Schulmedizin überlassen, wenn sie seriös arbeitet. Da meine ich so jemanden wie den Suharit Bhakti oder so, den Konkert, auch den Wodak. Den Drosten kann ich da nicht meinen, ehrlich gesagt, ne? Weil das ist einfach, entspricht nicht den Regeln der Wissenschaft, was da gemacht wird. Für mein Gefühl, so habe ich das verstanden, so haben das so viele Kollegen verstanden. Ich kann ja Kontakt aufnehmen, zu wem ich will. Das ist ja nicht so, dass die mich kritisieren würden, sondern die sagen ja, du traust dich wenigstens erst sagen. Wir denken das ja auch. Ja. So, das ist die Situation, die ich eher erlebe. Aber das hat wieder mit meiner Resonanz zu tun. Also die Leute, die jetzt auf so eine Position wie die von dem drastischen Drosten stehen, denen habe ich auch wenig Kontakt, muss ich sagen. Naja, also diesbezüglich würde ich natürlich raten, verstehen, was dahinter ist. Ja, in dem Sinne, Krankheit als Symbol. Was ist hinter Husten? Wir haben es jetzt eben gemacht. Hinter Infektion, Entzündung, Lungenentzündung. Was ist das Thema? Das würde ich mir mal klar machen und schauen, dass ich meine Kommunikationskonflikte angehe und löse. Und dann eben so das persönliche Wunder von Dänemark schaffen in mir, indem ich die Ernährung umstelle. Da würde ich dann, um es sich einfacher zu machen, auch eine Fastenzeit vorschalten. Mindestens mal Kurzzeitfasten, x-fach wissenschaftlich belegt. Wie ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich die Studien, das waren an die 300, nicht im Buch mehr untergebracht, sind dann auf der Homepage deponiert, kann man sich anschauen. Oder eine Woche wirklich fasten, geht gleich einmal die Entzündungsbereitschaft runter. Und zwar von Anfang an wird die nicht stärker, so richtig stark. Walter Longo, Professor UCLA, nach 4 Tagen Fasten ist die Immunkraft vervierfacht. Also 40% des Immunsystems, Moment, das war falsch. 40% des Immunsystems sind regeneriert. Erst gehen die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen zurück. Ja. Da werden die kaputten und beschädigten und alten ausgemustert nach Longo. Und dann kommen die neuen und dann steigt die Immunkraft so. Der hält es ja für einen Jungbrunnen, sagt er auch so in einem langen Interview, was ich mit ihm hatte. Mhm. Also diesbezüglich muss man sagen, da könnten wir viel machen. Dann sind wir schon mal in diesem Wunder von Dänemark unterwegs und werden weitere Grippewellen ganz anders erleben. Ganz schwach oder auch gar nicht mehr. Also in meinem Umfeld, muss ich sagen, nimmt eigentlich keiner mehr teil an Grippewellen. Kann ich schon seit 40 Jahren sagen, habe ich keine Grippe mehr gehabt. Aber in diesen Zeiten trinke ich einfach weiter gutes Wasser aus reifen Quellen. Wenn du da keine Idee hast, nimm einfach die 7 von St. Leonards. Die achten darauf, das ist eine Firma, wo sehr viel auch ja, die Gesundheit der Bevölkerung für die sogar im Hintergrund steht. Das würde ich tun. Bei dem Fasten würde ich gleich was tun für meinen Darm. Der Tod sitzt im Darm. Ja. Und die Bock hat es gesagt, hat FX Meyer übernommen.
Und ich habe wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mit dieser kaskadenfermentierten Ernährung für die Symbionten. Man muss erstmal wissen, wir haben 10-mal so viele Mitarbeiterinnen, Symbionten im Dickdarm als Zellen im Körper. Und die fütter ich dann mit diesem Rechtsregulat. Und das ist etwas, was denen sehr, sehr gut tut. Mhm. Und auch zu einer Abwehrstärkung führt. Auch da gibt es Studien. Ich habe das in diesem Buch Schutz vor Infektionen, Immunkraftstärken auch drin. Wirklich 3 Studien habe ich da gefunden, die zeigt, die Killerzellen nehmen zu, wenn ich das nehme. Bei Fasten glaube ich noch besser, aber schon in Normalsituation. Und die Killer, die natürlichen Killerzellen, das sind die, die wir brauchen, besonders in der Virenabwehr. Und die Killerzellen nehmen übrigens auch zu, wenn du in den Wald gehst, zum Waldbaden. Diese natürlichen Killerzellen. 1 Stunde Waldbaden, ganzen Tag über 24 Stunden kannst du die erhöhte Zahl natürlichen Killerzellen messen. Ja, du gehst einen Tag in den Wald und hast für über eine Woche diesen Effekt Immunbooster, würden die jungen Biohacking-Typen sagen. Du gehst 3 Tage in den Wald und hast wirklich für einen ganzen Monat eine Erhöhung dieser natürlichen Killerzellen. Ja. Und das sind Dinge jetzt, ja, barfuß gehen, das Gleiche, bringt die Elektronen rein, die sättigen die freien Radikale ab, die sind dann gar nicht mehr so radikal, kannst ja viel Geld an Antioxidantien sparen. Also diesbezüglich würde ich ganz viele ganz praktische Dinge machen, wie sie da in diesem Buch Schutz vor Infektionen dann auch drin sind. Ich würde mir auch ein paar Dinge besorgen. Ja, wenn ich jetzt nicht so frisches Obst habe, das ist halt die Situation, dann dürfen wir nicht dauernd nicht einkaufen und so weiter. Also, naja, doch, wir dürfen ja eigentlich einkaufen. Aber also einkaufen dürfen wir, ja. Ja, das dürfen wir, stimmt. Ja. Aber ich bin dann gar nicht auf, ich meine, ich weiß nicht, ob der Naturkostladen auf hat und so. Im Supermarkt stehe ich jetzt nicht so drauf. Der ist natürlich schon wirklich peaceful, pflanzlich, vollwertig. Ja, ja. Aber da nehme ich auch Vitamin C in so einer Zeit. Das ist einfach nicht, weil ich glaube, dass Vitamin C sozusagen Corona-19-Grippe heilt. Aber es stärkt die Abwehrkraft so. Ich gehe auch natürlich in die Sonne bei jeder Gelegenheit. Ja, es gibt eigentlich keine Phase, wo ich nicht so ein bisschen braun bin, obwohl ich ursprünglich so eine Mischung aus Hamburg und Berlin bin. Also blond, blauäugig immer noch, blond natürlich nicht mehr. Aber eigentlich ein Typ, wo man sagt, schon empfindlich. Ja, ja. Dadurch, dass ich immer in der Sonne war, in meinem Leben, ist das jetzt nicht ein Problem. Und die Haut hat es auch überlebt. Klar, mit 70 ist der Hals nicht mehr so, deswegen wurde mir schon dieses als hier sozusagen Uniform für Video empfohlen. Aber im Endeffekt, Sonne macht das beste Hormon D, das am nachhaltigsten wirkt, die beste Bioverfügbarkeit hat. So, aber wo das nicht möglich ist, Vitamin D3 einnehmen. Das würde ich tun. Ich nehme überhaupt diese kleine rote Pille Amorex ein, damit ich immer genug Vorstufen vom Wohlfühlhormon Serotonin habe, von diesem Belohnungsglückshormon Dopamin. Mir hat das sehr gut getan. Vielen, denen ich es empfohlen habe, seit Jahren tut es sehr gut. Damit ich, wenn ich Gelegenheit hätte, weil das soziale Raum das hergibt, die Beziehung, Wohlgefühl, dass ich es auch fühlen kann, dass ich den Neurotransmitter habe. Ist das das, wo Sie sagen, das wäre die Krise das wäre die Chance in der Krise, dass die Menschen sich eben achtsamer verhalten, vielleicht bestenfalls ihre Ernährung umstellen. Also ich oute mich jetzt auch mal öffentlich. Ich habe Ihr Buch gelesen, Peace Food. Ich darf das auch in die Kamera halten. Das ist werbetechnisch alles safe. Und ich habe wirklich schon nach dem ersten Drittel Lesen meine Ernährung wirklich umgestellt. Von anfangs vegetarisch auf jetzt komplett pflanzlich. Und ich merke es auch körperlich. Ich war noch nie so gesund, meine Haut war noch nie so gesund und ich war noch nie so fit. Und vor allem, seitdem kann ich wirklich 5.30 Uhr aufstehen und halte den ganzen Tag bis 22.30 Uhr halte ich wirklich durch und bin fit. Und das ging früher nicht. Also da ging viel bei mir ab Mittag die Leistungskurve so runter, dass ich eigentlich Nachmittag nicht mehr arbeitsfähig war. Und dank wirklich der Umstellung der Ernährung klappt das super. Also sehen Sie das als Chance in der Krise, dass vielleicht mehr Menschen auf ihren Körper achten, auf ihren Geist achten, nicht mehr Dinge konsumieren, sowohl für Körper und Geist, die ihnen nicht gut tun? Ja, also ich meine, diese Krise ist natürlich für uns alle eine Herausforderung. Und ich liebe ja die deutsche Sprache so sehr. Und umso mehr ich andere Sprachen verstehe, umso mehr liebe ich die deutsche Sprache.
Ja. Die einfach so wunderbar auch lautmalend ist. Ich kann halt einfach die Italienisch nicht so gut. Aber Englisch kann ich gut. Und da habe ich auch ein Stück studiert. Trotzdem, also Herausforderung, da ist die Förderung ja schon ganz sprachlich ganz nah. Ja. Jede Herausforderung würde uns fordern. Jede Krise, jede Krise, eine Entscheidung auch dabei. Stellen wir uns mal Folgendes vor. So eine Übung, die ich gern persönlich mache, aber auch gern mit Teilnehmern in Kursen mache. Wir blenden mal in die Zukunft, nicht um uns die Zukunft anzuschauen, sondern um uns, wie wissen wir ja nicht genau, sondern um uns rückwirkend die Gegenwart anzuschauen. Und dann kann ich ein bisschen Abstand gewinnen und sehen, was liegen da für Chancen drin. Ja, also Lebenskrisen sind immer Chancen. Habe ich mal ein Buch, Taschenbuch, ja, schon längst geschrieben dazu. Das ist so. Krankheit ist auch oft eine Chance. Ich habe so viele Patienten, selbst Krebspatienten, ich habe ja dort doch viel mehr Spontanremissionen, also Wunder erleben dürfen, als ich mir statistisch zustehen würde, weil ich dran glaube. Ich meine, im Christ, und da ist es ja in der Basis sozusagen der christlichen Philosophie, wenn man auch so will, sind ja Wunder ein Thema. Also ich bin erschreckt, wenn ich in einem katholischen Land wie Österreich zu einer Sendung über Wunderheiler eingeladen werde und es ist kein einziger Wunderheiler da. Es wird über Energetiker geschimpft, es ist keiner eingeladen. Es werden die Skeptiker mal wieder losgelassen, die ihr verengtes, beschränktes Weltbild einem da aggressiv um die Ohren knallen. Man kriegt keine Zeit zu antworten. Ich dachte, wir könnten wirklich mal im katholischen Land darüber sprechen. Ich habe in dem Buch Krebs, Wachstum auf Abwägen so ein ganzes Kapitel über Wunder geschrieben. Also über Spontanremission. Ich kannte auch den Walter Gallmeier, deutscher Professor aus Nürnberg-Erlangen. Der hat sich als erster Wissenschaftler in Deutschland um Wunder gekümmert, also Spontanremission, wie die Schulmedizin das so schamhaft nennt. So, und der hat nach nicht langer Zeit gesagt, ein Arzt, der nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. In dem Sinne bin ich sehr Realist und habe da doch einiges erlebt. Ich dachte, ich könnte in einem öffentlich-rechtlichen Medium darüber reden, wie man die Wahrscheinlichkeiten, Wunder zu erleben, erhöht. Wie man Krebspatienten Mut und Hoffnung macht, ihr Wunder zu erleben. Ich habe das gute 40 Arztjahre auch machen dürfen, was mich auch sehr befriedigt und mir auch weiterhin doch Freude macht, auch mit fast 69 das noch zu tun. Und diese ganzen Anwürfe und so unter der Gürtellinie, ich meine, ich bin das so gewohnt. Wenn denn die Argumente ausgehen, dann gibt es immer fast dasselbe, dass das Abzocke, weil die Bücher verkauft werden. Ja, ja, wird Gemüse verkauft, ist das eine Katastrophe? Ärzte bekommen für Ratschläge, wir sollen doch, viele wollen doch lange beraten werden, auch eine sprechende Medizin. Naja, da bin ich irgendwie, soll man sagen, relativ tolerant geworden. Lasst es auch an mir abperlen, wenn die ihren Neidkomplex haben und ihre Geldprobleme und die dann so abreagieren, stecke ich weg. Ich kriege ja schon manchmal gesagt, warum tust du das eigentlich noch an? Hey, du brauchst das eben finanziell eigentlich gar nicht. Und ich will aber gern noch. Ne? Und ich nehme das dann in Kauf, dass da halt viele so Trolle auch sind. Oft weit unter der Gürtellinie. Wenn sie dann ganz weit unter der Gürtellinie sind, dann werden sie auch mal gelöscht bei mir. Aber das ist eine Handvoll bisher in diesen, ich glaube, 4 Jahre mache ich dieses Facebook jetzt. Naja, also diesbezüglich, ich würde versuchen, Menschen Mut zu machen, Hoffnung zu machen. Und vor allen Dingen jetzt in dem Fall denen, die Risikothemen haben. Ja, also ich weiß, dass Übergewicht locker wegzustecken ist. Ich mache, gerade läuft es auch, so eine Idealgewicht-Challenge. Ja, erste Woche Detox hat gerade begonnen, so körpergeistige Detox, dann eine Woche Fasten, online alles und dann Aufbau für die, die abnehmen wollen zu ihrem Individualgewicht, aber auch die, die aufbauen wollen, also zunehmend zu ihrem Individualgewicht. Ich weiß, dass das geht. Beim Fasten kannst du locker Abhängigkeiten loslassen. Ja? Unter anderem das Rauchen wäre auch da gar kein Problem auszusetzen. Danach ist die Herausforderung. Aber du kannst natürlich auch die Stoffwechselsituation bessern, das metabolische Syndrom wegkriegen mit Fasten und Ernährungsumstellung. Aber auch die Insulinresistenz und Typ-2-Diabetes. Ich weiß, dass du durch Lebensstilveränderung diese Hauptpunkte klären kannst. Und jetzt stellen wir uns wieder vor, du schaust aus der Zukunft zurück auf die Gegenwart und kannst irgendwann mal sagen, das war ja furchtbar mit der Ausgangssperre, Corona und so weiter. Ich durfte meine Eltern nicht mehr besuchen und was alles. Aber im Endeffekt
Vielleicht kannst du auch sagen, aber damals habe ich meine Ernährung umgestellt, so wie Sie das eben gesagt haben. So, und damals habe ich mein Übergewicht endlich mal ins Individualgewicht umgewandelt. Ja. Oder damals habe ich endlich angefangen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist die Basis von allem. Aber für viele ist es natürlich viel leichter, die Schuld irgendjemand anderen zu geben oder sich irgendeine Pille zu holen und dann zu sagen, ich habe ja die Tablette geschluckt, es wird nicht besser, ich kann nichts dafür. Und das ist ja, das sind ja die ganzen Punkte, wozu wir die Eigenverantwortung brauchen. Das meinen natürlich auch die Schicksalsgesetze, dieses Buch über die Spielregeln, was Sie angesprochen hatten. Ja, dass ich mir klar mache, nichts ist zufällig, es fällt mir gesetzmäßig zu, ich habe es angezogen, ich habe eine Resonanz dazu. So wie die Stimmgabel nur dann anschlägt, wenn ihr Ton kommt, bei den anderen Tönen nicht. Wenn man das konsequent umsetzt, dann muss man auch gar nicht schimpfen. Also klar, ich habe dann schon eine Ladung, wenn ich dieses Paniktrio da erlebe. Einfach weil ich die Bevölkerung und die Gesundheit im Auge habe. Das gebe ich offen zu. Aber mir tun sie auch leid. Ja. Wieso hat ein Wissenschaftler das nötig? Naja, wenn ich dann höre, dass er von der Bill Gates Stiftung gefördert wird, wie die WHO auch, und die ja auch Impfungen wollen und der Bill Gates alle Menschen impfen wollen und der Drosten auch dafür spricht, dann verstehe ich schon wieder. Aber dann muss ich mir auch sagen, warum kann denn jemand, der es bis zur Charité gebracht hat, als Professor, muss denn noch so viel auf das schauen? Verstehe ich gar nicht. Tut mir die Seele leid. Auch bei Frau Merkel. Ich meine, ich hoffe, ihr bleibt sowas erspart wie der eisernen Lady Thatcher. Die ist dann ins große Vergessen geflüchtet, wie ihr Freund Ronald Reagan auch. Hm. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste auf ein politisches Leben wie die eiserne Lady zurückschauen, die diesen Turbokapitalismus durchgedrückt hat in England, die wegen diesem Felsen im Meer, da in Falkland, ich war da mal, wirklich so viele Hunderte von Leuten hat sterben lassen. Hm. Das ist ja grässlich. Und ja, und dann kann die wohl keinen Bezug mehr zu ihrem inneren Kind kriegen, dann wird kindisch und ist, glaube ich, schon gestorben an Alzheimer und Ronald Reagan wohl auch. Also das ist ja auch eine schreckliche Geschichte, was die sich da antun. Eigentlich gehört eben allen geholfen. Und ich ziehe das auch an, keine Frage. Und natürlich hätte ich ja auch einfach in Zypern bleiben können. Ich habe sogar. Und jetzt zum Schluss, Herr Dage, noch ein schöner positiver Satz, ein schönes positives Schlusswort. Ja. Dass wir nicht mit Thatcher und Reagan enden hier. Nein, das ist scheußlich. Ja, also ich würde auch mal die hoffnungsvollen Zahlen anschauen. Am Anfang haben Sie uns doch erklärt, dass das exponentiell wächst. Und jetzt sehen wir doch, wie die Tage länger werden, werden auch die Tage der Verdoppelung der Infizierten länger. Die Italiener sind schon bei über 11 Tage. 11,1 Tage dauert es jetzt, bis sich die Neuinfizierten verdoppeln. Gesund werden die ja sowieso. In großer Zahl wird noch nicht so richtig erwähnt. Deutschland sind wir bei, weiß gar nicht, 5,9, also fast 6. Es geht in die richtige Richtung. Und ob es wieder am Frühling liegt, wie jedes Jahr, ne, muss man ja auch bedenken, wir erleben ja schon seit Jahrzehnten, mehrheitlich wie ich. Und immer hat der Frühling den Grippeviren den Garaus gemacht. Ja. Oder ob es an diesen Isolationsgeschichten liegt. Ich glaube es nicht, weil es in Japan ohne die geht, in Südkorea geht es ohne die, in Singapur geht es ohne die, in Schweden geht es ja ohne die, auch in die bessere Richtung. Ja. Also woran es auch liegt, es geht eigentlich in die richtige Richtung. Es wäre nur schön, wenn wir dann so allmählich auch mal drüber reden dürften, dass wir auch wieder in eine neue Normalität hineinkommen. Und ich meine, das ist doch auch schön. Wir werden uns so freuen, wenn die Grenzen wieder offen sind. Sogar die EU schätzen, ja, die ja völlig versagt hat in dieser Krise. Es sind chinesische und kubanische Ärzte helfen denen in Italien. Und Gott sei Dank auch ein paar deutsche Krankenhäuser, die nach meinen Erfahrungen nicht überfüllt sind. Sonst halt ganz, ganz leer sogar. Ja, ich habe da auch schon diverse Berichte, Reportagen gesehen, die ein ganz anderes Bild dargestellt haben als der Mainstream. Okay. Insofern spreche ich auch von Inszenierung, aber man muss ja nicht auf jede Inszenierung einsteigen. Also, dieser christliche Satz, fürchtet euch nicht, tiefer als in Gottes Hand, kannst du sowieso nicht fallen, aus einer christlichen Sicht. Und die allermeisten haben überhaupt gar nichts zu befürchten, das behauptet nicht mal der Drosten. Und der behauptet ja nur viel. Ja, wartet ja schon auf die neue im Herbst, geht es ja wieder los. Also irgendwie hat er auch schon mal davon gehört, dass im Sommer
die saisonale Grippe ja sowieso zu Ende geht. Und naja, also im Endeffekt, es ist viel Grund zur Hoffnung und wir werden vieles ganz anders genießen, also die Nähe zu Menschen wieder, werden wir doch ganz anders genießen. Und stellt euch mal vor, wie ihr es erst genießen werdet, wenn ihr diese Gelegenheit wahrgenommen habt. So mit dem Einstieg in den Umstieg, Fasten, pflanzlich vollwertige Ernährung und diese ganze Latte an Vorteilen. Ja, ich habe auch in einem Post zu dem Wunder von Dänemark, als ich in einem vorigen beschrieben hatte, auch mal aufgeführt, was da alles ansteht, was ihr alles Positives erleben könnt. Ja. Das Leben ohne Hochdruck ist einfach viel entspannter und schöner. Ohne Typ-2-Diabetes, ohne Übergewicht, ohne Rauchen. Ja, und wenn du dann auch pflanzlich vollwertig isst, brauchst du auch kein Deo mehr. Und irgendwann, der indische Satz, der gesunde Mensch duftet dann nach der zuletzt genossenen Frucht. Ach, das war doch ein schöner Schlusssatz. Danke. Ich kann das alles so unterschreiben. Ich habe ja, wie gesagt, ernähre mich ja auch schon seit über einem Jahr jetzt rein pflanzlich und man lernt sich selbst und die Umwelt nochmal ganz neu und viel bewusster und tiefer kennen. Herr Dahlke, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Eine allerletzte klitzekleine Frage noch. Sie haben oft gesprochen von dem Film Profiteure der Angst. Wer den jetzt gucken möchte, wo findet er den? Gibt es den auf YouTube, irgendwo anders? Den gibt es bestimmt auf YouTube. Also ich habe den einfach auch, ich bin technisch da nicht so fit, muss ich dazu sagen. Ich habe den auf Facebook, das kann ich nur, da irgendwie Dinge posten. Da habe ich den Link dazu gepostet und da kann man den auch finden. Okay. Aus der Vergangenheit lernen, hat der Post, glaube ich, geheißen. Also, da ist relativ gleich in dem Post ist schon der Link dazu drin, da brauchen wir es draufklicken und in 50 Minuten weiß man, oder knapp 50 Minuten, kennt man das Drehbuch. Super. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Herr Dahlke. Bleiben Sie gesund, inspirieren Sie bitte weiter so die Menschen und lassen sich weiterhin nicht einschüchtern von den Trollen. Ich finde Sie großartig und ich denke, viele, viele Zuhörer und Zuschauer auch und gerne bis bald. Ja, danke für den Dank und allen auch gute Gesundheit und ein bisschen Mut, Lebensmut, Lebensfreude, Frühling. Lasst euch nicht aussperren vom Frühling und sperrt den Frühling nicht aus. Der wird heilen, die Sonne. Genau. Und geht in die Eigenverantwortung. Ganz genau. Lasst euch auch gerne helfen. Ne? Für sowas schreibe ich ja diese Bücher. Genau. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.